Und das richtig Tolle ist, wie immer pünktlich um 18 Uhr, Bunte Live. Herzlich willkommen zurück, auch on the couch, Stefanie Göttmann. Danke, ich freue mich. Du bist ja hier schon erprobt. Ich war schon einmal da, freue mich, dass ich wiederkommen durfte. Ja, die WG wird immer größer. Kennt ihr euch eigentlich? Hat man euch schon bekannt gemacht oder war das hinfällig? Also weil wir kennen uns schon relativ lange. Ewig. Also, was heißt ewig? Naja, ich glaube, die erste Geschichte, die du gemacht hast, war ja irgendwie mit Katrin. Mit, Das war eure Hochzeit, da gibt es auch noch Fotos, wir alle in Tracht. Ihr habt ja ein Kitzbühel damals geheiratet, ne? In Tracht. Gibt es auch noch Fotos im Dirndl und das war die erste Geschichte, die wir zusammen gemacht haben. 2008 war das, glaube ich, also 15 Jahre her. Und seitdem, wie das ja im journalistischen Leben ist, gibt es ja immer Höhen und Tiefen, die man dann zusammen miterlebt. Viele schöne Geschichten, viele traurige Geschichten. Und Alice, dich kenne ich ja erst, deutlich kürzer so halt natürlich. Ne? Da wart ihr auf jeden Fall schon verheiratet. 2 Jahre? Naja, das sind ja mittlerweile jetzt, also wir haben ja bald Hochzeitstag. Den 5. Ich glaube, bei Bambi haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen. Habt ihr schon mal Alkohol zusammen getrunken? Nein. Zusammen nicht. Zusammen nicht. Weil ich so Bambi gerade gehört habe. Okay. Da muss man nicht zwangsläufig trinken bei Bambi. Ja, Alice, da direkt die Frage. Ne? Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wenn man dann eben tatsächlich Bunte, großes Promi-Magazin irgendwie, ne? Dann auf einmal in der Öffentlichkeit, man wird gefragt, auch zum Leben, zum Mann. Wie war so das erste Mal? Aufregend. Also die erste Frage, die man mir gestellt hat in der Öffentlichkeit war, wie ist es denn mit so einem deutschlandweiten Frauenschwarm zusammen zu sein. In dem Moment war mir so schlecht. Muss mich jetzt mal umdrehen, habe ich gesagt, wie heilt sie denn jetzt da? Haben wir aber nicht gestellt. Aber ich habe gedacht, darüber hast du noch nie nachgedacht. Und in dem Moment war mir schlecht. Ja. Das war so. Es ist das, was man hören will. Ja, genau das, was du hören Sie hat es dann gesagt, du, das darfst du nicht ernst nehmen und deswegen, die macht das ganz toll. Es ist wirklich also nicht hier einfach, weil deswegen habe ich wahrscheinlich auch 3 Anläufe gebraucht. Und, aber Alice macht das jetzt so toll, dass sie jetzt wirklich gut in der ersten Reihe steht. Und wo ich dann auch sage, da kann ich mich richtig mal zurücklehnen. Nee. Aber Steffi, ist es schon so, dass man in deinem Beruf die Menschen, die prominenten Menschen in eurem Blatt, natürlich auch durch ihre Lebensachterbahn begleitet? Ja, absolut. Sich mit ihnen freut und mit ihnen leidet. Es gibt natürlich viele schöne Geschichten, die man gemeinsam erlebt. Es gibt natürlich auch viele traurige Geschichten, in deinem Fall natürlich ganz besonders. Es gibt natürlich auch wie in einer, sag ich mal, jeder zwischenmenschlichen Beziehung gute und schlechte Zeiten. Ne? Da freut sich mal der eine oder andere weniger oder mehr über eine Art und Weise der Berichterstattung, weil natürlich nicht immer nur alles von Glück gesegnet ist im Leben. Und das ist, ja, ist einfach so. Ist auch eine besondere Beziehung. Aber die letzte Geschichte, die wir zusammen gemacht haben, da habe ich euch ja im Café besucht. Die war schön. Die war richtig schön. Und ein tolles Paar, das zusammen arbeitet, sich liebt und unterstützt. Also man spürt es auch, wenn man euch jetzt begegnet, also dass ihr euch einfach wirklich miteinander im Herzen verbunden habt. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, weil ich glaube, wir alle erleben Krisen und müssen damit umgehen. Wundervoll. Und das Schöne ist, wir haben gerade erlebt, ihr habt eure Etagere wiedergefunden. Nein. Wir hatten im Fenster eine Etagere stehen aus Glas mit so künstlichen Muffins. Ja. Und die habe ich vorgestern Abend gesucht und habe gesagt, wer hat diese Etagere mit den Muffins weggenommen? Also die klauen sogar Blumen. Ja. Also das ist und die Deos von der Toilette. Aber es ist ja mittlerweile auch ein Familiengeschäft. Also dein Sohn ist mit eingestiegen, ist das richtig? Und meine Tochter. Also die übernehmen jetzt den Laden, wo ich jetzt im Studio, also in so einem Studio ja auch jeden Tag stehe, in Lüneburg, bei Rote Rosen. Und als es jetzt auch hier ist, dann haben wir natürlich unsere Kinder, die jetzt einfach auch anpacken müssen. Ja. Und ich finde es toll, dass sie das machen, weil das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Und die machen das wirklich super. Und jetzt haben sie natürlich auch unser kleines Schmuckstück und haben jetzt die Verantwortung. Das ist aber auch so zauberhaft, wirklich. Aber ich muss auch Danke sagen. Danke auch an meine Mama. Oh. Wo gucke ich jetzt hin? Da, die Kamera läuft. Da, jetzt die. Mama, ganz, ganz lieben Dank, Mama. Ich weiß, dass du mit Antonia gestern gebacken hast, dass du heute alleine durchgezogen hast. Und wir wissen das zu schätzen. Und Papa, du machst auch einen tollen Job. Oh. Das ist die ganze Familie. Ja, nee, also ich habe mich einmal durch die Kuchentheke ja einmal futtern dürfen. Also es ist, man muss da unbedingt hingehen. Aber ich meine, wir haben es gerade angesprochen, ne? 2 Kinder sind ja schon eingestiegen. Ihr habt ja insgesamt 7 Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Wie funktioniert dieses Patchwork-Leben zusammen? Ja gut, also ich meine, es ist, man hat natürlich immer das Gefühl, dass man irgendjemand vernachlässigen muss. Mhm. Oder man schafft es natürlich alles nie so zu organisieren, damit jeder zufrieden ist. Mhm. Das muss man einfach mal sagen. Und manchmal ist es wirklich sehr, sehr schwer. Und manchmal tut es einem auch unheimlich leid, dass man das einfach nicht so einfach mal schnell alles organisieren kann, wie man das gerne möchte. Mhm. Und natürlich ist immer irgendeiner, der den Kürzeren zieht. Das ist klar. Aber wir leben in einem 21. Jahrhundert, wo es einfach normal ist, in einer Patchwork-Familie.
hier zu leben und warum soll es uns anders gehen als anderen? Aber wie oft schafft ihr das, alle sieben auf einem Foto zu vereinen unterm Tannenbaum oder wie oft gelingt euch das? Gar nicht. Oh nein. Das letzte Mal zu unserer Hochzeit. Ah, wirklich? Das ist aber auch unser einziges Hochzeitsbild, was wir von uns haben. Also ja, wir haben von uns kein Hochzeitsbild, nicht mit der ganzen Familie. Ja, aber das ist auch so eine große Familie und die sind alle überall, ja, also in Lugano, in Amerika, in Österreich, ja, in der Schweiz. Also das ist ja überall, also die muss man, ich meine, man hat ja auch Verwandte in derselben Stadt und sieht die ja nie. Ah. Also das ist ja total, wirklich einfach eine Sache der Organisation. Das ist ein Riesenspagat, den du machen musst. Mhm. Wir würden natürlich also auch gerne wie bei den Waltons, ja, 28 Leute an einem Tisch, einen Topf Nudeln in der Mitte und so stellt man sich Patchwork vor, ist aber natürlich nicht die Realität. Also jetzt auch nicht zum fünften Hochzeitstag, der jetzt vor der Tür steht? Nee, ich weiß nicht, ob also, Großen das überhaupt interessiert. Da haben wir von 28 bis 24. Aber macht ihr was, irgendwas Besonderes? Oh, ich lasse mich überraschen, wie das letzte Mal. Ja, genau. Aber ist das ein Thema bei euch? Weil also bei uns, wir haben einmal standesamtlich, einmal kirchlich und dann nochmal bei Sie der... Sie haben ja schon ihr Versprechen erneuert, ja, ne? Genau. Ja. Und wir, ja, und das letzte Mal war im Schloss Poschwitz. Ja, das war genau, schön. Das war richtig. Aber welchen habt ihr dann genommen? Also welcher Tag war es dann? Hast gesagt, den einen hast du vergessen und hast gesagt, nee, ich wollte ja eigentlich den anderen. Nein, das war tatsächlich der richtige Tag. Wir machen es wirklich an dem Tag. Wir haben es richtig an dem Tag gemacht. Also okay. Vor allem, ich habe das so organisiert, dass es, und das ist wirklich sehr schwierig, weil Alice natürlich, bevor ich einen Gedanken habe, weiß sie den eigentlich schon. Und ich habe versucht, das so zu organisieren, damit sie es nicht mitkriegt. Ich habe es geschafft. Ja, das stimmt. Und brütest du jetzt schon was aus? Ich habe es geschafft. Sag ich nicht. Die kommen wieder und erzählen es, okay. Aber habt ihr sonst so, sag ich mal, Rituale, wie ihr eure Beziehung irgendwie am Leben haltet? Der ganze Tag besteht aus Ritualen. Wir haben heute Morgen schon angefangen. Aber du bist jetzt ja wahnsinnig viel in Lüneburg zum Drehen für Rote Rosen. Alice hat jetzt noch ein zweites Standbein mit einem Second-Hand-Laden neben dem Café. Davon Werbung machen? Zwei Läden neben dem Café Fräulein O. Wenn schon, denn schon. Macht eine Freundin und ich einen Second-Hand-Laden auf. Ich sage, was haben wir Frauen, die vielleicht ein bisschen mehr haben als der Durchschnitt, zu viel? Handtaschen, Schuhe und Kleider. Mhm. Und deswegen machen wir einen Second-Hand-Laden auf Stephanie's und wollen einfach Luxus bezahlbar machen, was heutzutage super wichtig ist. Das klingt aufregend. Also immer was los bei den Krügers. Ja. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass wir hoffentlich in Zukunft euch nochmal besuchen dürfen.